Schlüter Systems bietet Ihnen die komplette Balkonkonstruktion aus einer Hand. Voraussetzung für ein Funktionieren der Konstruktion ist ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1,5 bis 2%. Am Rand der Betonkragplatte wird Fliesenkleber mit einem Zahnspachtel aufgezogen. Die Schlüter-Barra-Randprofile und Eckformteile verankern sich durch die trapezförmigen Aussparungen im Kleberbett. Die einzelnen Profile sind mit einem Fugenabstand von 5 mm zueinander einzubetten. Die Profilverbinder werden über den Stößen aufgeklipst. Zur zusätzlichen Fixierung dient Schlüter Cardifix. Eventuelle Unebenheiten werden mit Mörtel ausgeglichen. Der zweikomponentige Dichtkleber Schlüter Cardicol wird angerührt. Hiermit wird eine dichte Anschlussverklebung zwischen dem Randprofil und der folgenden Abdichtungsbahn Schlüter Cardi erzeugt. Anschließend wird ein für den Untergrund geeigneter Dünnbettmörtel aufgetragen und mit dem Zahnspachtel aufgekämmt. Die Verbundabdichtung Schlüter Cardi wird in das frische Kleberbett eingelegt und mit der Kelle angedrückt. Eine gekennzeichnete Überlappungsbreite von 5 cm wird mit Schlüter Cardicol versehen und mit dem Zahnspachtel aufgekämmt. Darauf wird die nächste Abdichtungsbahn Schlüter Cardi überlappend aufgelegt und glatt gestrichen. Alternativ kann Schlüter Cardi auch auf Stoß verlegt werden. Hierfür ist am Stoßbereich der Dichtkleber Schlüter Cardicol aufzutragen und mittig mit einem 12,5 cm breiten Dichtband Schlüter Cardikleber zu überkleben. Der Bodenwandübergang ist gleichermaßen mit Cardikleber unter Verwendung von Cardicol abzudichten. Ist alles dicht, wird mit einer 6er Zahnung Dünnbettmörtel aufgetragen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Mörtel vom Randprofil ausgehend aufgekämmt wird. Nun kann die Verbunddrainage Schlüter-Ditradrain in Stoßverlegung in den Dünnbettmörtel ausgerollt werden. Hierbei wird die Matte unter das Profil gedrückt. An den Bahnenstößen werden die überstehenden Fließränder überlappt. Mit dem Reibbrett wird die Ditradrain fest angedrückt. Durch die patentierte Noppenstruktur verankert sich die Matte im Dünnbettmörtel. Anschließend wird das Eckprofil Schlüter Dilex EKE eingepasst und mit Dünnbettmörtel fixiert. Auch das vorbereitete Belagsbewegungsprofil
wird an der dafür vorgesehenen Position im Dünnbettmörtel eingebettet. Die Fliesen, auch Großformate mit unbegrenzter Seitenlänge, werden vollflächig in den Dünnbettmörtel eingelegt. Die Randfuge zum Profil hin ist mit 3 bis 4 mm vorzusehen. Auf das Eckprofil werden die Sockelfliesen mit einer Fuge von ca. 2 mm aufgesetzt. Für einen individuellen Sockelabschluss besteht die Wahl zwischen Schlüter Quadeck, Rondeck oder Jolly-Profilen mit verschiedenen Oberflächen. Die Verfugung des Belags und der Sockelfliesen kann in einem Arbeitsgang erfolgen. Das spart Zeit und damit Geld. Die Randfugen zum Profil werden mit Silikon gefüllt. Jetzt kann mit dem Rinnensystem Schlüter-Barin begonnen werden. Zuerst wird das Eckteil angebracht und danach die Rinnenelemente angeschraubt. Anschlüsse von Zubehörteilen und Stoßverbindungen werden einfach mit den dazugehörigen Verbindern hergestellt. Langlöcher ermöglichen die Gefälleeinrichtung der Rinne. Die Abdeckbleche werden einfach aufgeklipst und sorgen für eine ansprechende Optik. Der Stoß im Eckbereich wird mit einer selbstklebenden Abdeckung geschlossen. Zu guter Letzt wird der Ablauf für das Fallrohr mit einer Gummidichtung versehen. Hierbei ist zu beachten, dass die Dichtlippen aufwärts gerichtet sind. Das Fallrohr wird einfach aufgesteckt. Alternativ kann zur Entwässerung ein Speier am Ablauf angeschraubt werden. So bietet Schlüter Systems mehr Spaß mit Fliesen durch komplette Balkonkonstruktionen aus einer Hand.